Wolfgang, du hast erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast, dich lange mit der Konsumsteuer beschäftigt hast. Und darum geht es ja auch, Steuern, große Illusion. Und dabei geht es eigentlich nur peripher um ein Grundeinkommen. Also das Grundeinkommen ist quasi als Modul eines Steuersystems darin zu sehen. Vielleicht kannst du mal die Grundzüge von deinem Buch beschreiben, worum es da geht und was man davon auch lernen kann, wenn man das durchliest. Ja, ich muss ja anfangen, ich habe ja ein Unternehmen vor über 30 Jahren gegründet und habe dort mit Steuern und Abgaben zu tun gehabt und wusste, wie das funktioniert. Und die, ja, als ich mit dem Grundeinkommen in Berührung kam, hatte ich ja schon gesagt, dass mich die Konsumsteuer total angesprochen hat. Ich wusste, das ist genau der Weg. Aber in der Folge habe ich gemerkt, dass in der Gesellschaft und auch unter Fachleuten und auch Professoren, Steuerfachleuten, die Konsumsteuer ein ganz schlechtes Image hatte. Sie ist nämlich unsozial und würde die Reichen noch reicher machen und so weiter und so fort. Und ja, die Steuern zahlen die Menschen, die ein Einkommen haben. Ja, und die ganzen Gespräche, die ich hatte, merkte ich immer, irgendwie ist meine Welt nicht so wie die Welt der anderen. Obwohl ich ein Unternehmen gegründet habe und mit Steuern und Abgaben zu tun hatte. Und nachdem ich 5 Jahre immer wieder gehört habe, dass die Konsumsteuer unsozial ist, habe ich mich mal hingesetzt und alles aufgeschrieben, was ich über Steuern und Abgaben weiß. Und dann am Ende, also mit dem Hintergrund, mich zu widerlegen. Weil ich dachte, wenn die anderen meinen, das ist so, dann versuche ich mal alles aufzuschreiben. Und am Ende habe ich gemerkt, die Konsumsteuer ist noch viel besser, als ich dachte. Ich habe angefangen zu schreiben, aber eher so für mich und für so einen kleinen Kreis. Und habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass es niemand anderen gibt, der dieses Thema wirklich aufgreift. Und ein Freund, es steht ja auch Hartmut Keller drauf, der hat mich die letzten 8 Jahre begleitet, dieses Thema wirklich so weit zu bringen, dass da ein kleines Buch dabei herauskommt. Und es ist relativ dünn, aber es sind alle Themen drin. Es sind drei Blöcke. Einmal unser Steuersystem, wie die Wirkungen sind im wirtschaftlichen Zusammenhang. Unser Steuersystem, wie es gedacht ist, und unser Steuersystem, wie man es umstellen kann. Und das auf relativ einfache Weise, nicht kompliziert, mehr von außen drauf schauend, so aus dem Weltraum kommt. Und der Vorteil ist, dass man immer gleich einen Überblick hat. Und du hast gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist nur am Rande, hier in diesem Buch taucht nur am Rande auf. Aber so wie ich es vorbereitet habe, ist es Grundlage, um überhaupt nachher zu verstehen, warum das Grundeinkommen eigentlich ein Modul eines gesamtgesellschaftlichen Steuerkonzeptes ist. Ja. Du sagtest vorhin, der Vorwurf für die Konsumsteuer, warum es auch abgelehnt ist, es ist unsozial, das ist immer der Vorwurf. Die Sache ist ja, bei einer Konsumsteuer wird erst ganz am Ende beim Verkauf die Steuer gezahlt. Deswegen ist doch die Frage, das Paket Butter müssen alle bezahlen. Belastet es nicht den Menschen mit kleinem Einkommen viel mehr als den, der unbegrenzt quasi Geld zur Verfügung hat? Also wie kann man entkräften, dass die Konsumsteuer unsozial ist? Oder wo ist deine Perspektive, dass du sagst, kleinere Einkommen würden dadurch nicht so belastet? Ja, das ist so ein bisschen tricky, also weil dieser Vorwurf ist ja nicht ganz unberechtigt, aber es wird ausgeblendet und das habe ich als Unternehmer einfach erleben können. Steuern und Abgaben, Einkommensteuern, Sozialabgaben, auch wenn ich sie für meine Mitarbeiter bezahle, fürs Finanzamt überweise, all diese Beträge muss am Ende tatsächlich der Kunde bezahlen. Ich hatte ja eine Neugründung als Unternehmen, ich hatte kein Geld, also ich habe kein Geld mitgebracht. Auch die Kollegen, die bei mir gearbeitet haben, haben kein Geld mitgebracht
von dem sie die Steuern an das Finanzamt gezahlt haben. Wir mussten das vorfinanzieren, um dann am Ende von dem Kunden das über den Verkaufspreis die erstellten Gärten wieder reinzubekommen. Es geht gar nicht anders. Und diese Tatsache habe ich einfach erlebt, die ist völlig ausgeblendet, also wird überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und damit zahlen im Grunde heute alle Konsumenten alle Steuern und Sozialabgaben. Wenn man heute mal schaut, es sind ungefähr knapp 60% Steuern und Sozialabgaben im Durchschnitt, die in jedem Verkaufspreis enthalten sind. Das heißt, individuelle Leistung vom Kaufpreis sind nur 40%. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Du sprichst von 60% Steuern. Da werden jetzt erstmal der ein oder andere ein großes Fragezeichen wahrscheinlich haben. Wie setzen sich diese 60% zusammen? Also die Mehrwertsteuer ist ja jedem bekannt. Es geht auch so ein bisschen um eingepreiste Steuern. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln, diese Rechnung mit den 60%? Ja. Also wenn man heute ins Internet schaut und mal guckt, was ist denn heute ein mittleres Bruttoeinkommen, dann kommt man da auf eine Zahl von 3.770 Euro brutto. Auf diese 3.770 Euro brutto kommt ja noch der Arbeitgeberanteil. Und zu diesem Arbeitgeberanteil kommt dann noch die Umlagen U1, U2, also für Schwangerschaft und für Krankheit und noch andere kleinere Steuern. Wenn man dieses alles zusammenrechnet, sage ich mal, kommt man vielleicht auf, sage ich jetzt mal, eine Zahl, die vielleicht nicht ganz richtig ist, aber von 5.000 Euro. Und man hat am Ende 2.500 Euro netto ausgezahlt. Das heißt, und da sich ja alle Preise letztendlich in Einkommen auflösen, also alle Preise, die eingenommen werden, werden ja an Mitarbeiter ausgezahlt oder an die Unternehmer. Das heißt, die Steuern und Abgaben sind in dem Preis enthalten und ja, eben mit 50%. Und jetzt kommen, wenn das Produkt verkauft wird, noch die 19% Mehrwertsteuer drauf. Dann hat man insgesamt 120%. Und wenn man die Anteile rausrechnet, dann sind es 60% Steuer- und Abgabenanteile und 40% Nettoeinkommen. Das haben wir heute schon. Ja, es gibt ja auch, du hast letztens noch einen Vortrag gehalten, wo du sagtest, im Gastronomiegewerbe ist der Anteil sogar noch höher. Ja, es gibt ja noch die Alkoholsteuer, es gibt noch so ja diese kleineren Steuern, die dann im Gaststättengewerbe noch darauf kommen. Das heißt, da geht es sogar bis 70-75% hoch, dass die Belastungen da sind. Ja. Ist das richtig, dass die Konsumsteuer die Idee hat, dass sie quasi alle anderen Steuern ersetzt? Das ist eine Möglichkeit. Also man könnte alle ersetzen. Man muss am Ende natürlich fragen, gibt es vielleicht doch Steuern, die eine Lenkungswirkung haben? Ja, so. Oder Abgaben, die eine Lenkungswirkung haben? Ökosteuern. Ja. Ne, wenn man irgendwas bewirken will oder dass man statt Steuern Abgaben macht, die dann gezielt für irgendwas einzusetzen sind. Aber wenn man jetzt sagt, man hat eigentlich, wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft zwei Situationen. Einmal, dass wir steuern wollen und einmal, dass wir die Menge bewegen wollen. Also dass ja wir Geldumsätze haben, damit Sozialleistungen bezahlt werden, damit Menschen, ja, auch beim Grundeinkommen brauchen wir das Geld, das im Umlauf ist. Das hat zunächst ja nichts mit Steuern zu tun, also mit dem Steuern von Abläufen. Ein technisches Beispiel ist ja die ganze Mikroelektronik. Also wir haben heute so, es gibt Mikroströme, die für die Steuerung zuständig sind. Und wenn dann tatsächlich was, ich sag mal, so ein Kran bewegt werden soll, dann kommt der große Strom. Und so ist es auch hier, dass das tatsächlich erst, wenn das Produkt fertig ist, also vorher sind die Abläufe, die dann viel feiner gestaltet werden können. Nicht immer mit so großen Mengen, viel besser gestaltet werden können. Ich würde gerne mit einsteigen, wenn ich kann. Klar. Wenn ich darf. Immer. Für die Leute, die Grundeinkommen oder das bedingungslose Grundeinkommen schon länger machen, erzähle ich jetzt Dinge, die ein alter Hut sind. Götz Werner. Ne? Das ist eigentlich der Mensch, ich habe hier noch ein Buch in der Hand,
Das ist ein zweites, 1000 Euro für jeden. Das ist eine schöne Summe Geld, die jeder sich vorstellen kann. Und der Götz Werner ist der Gründer der Drogeriekette DM, der aber seit 10 Jahren gar nicht mehr aktiv im Unternehmen ist. Der reist durch Deutschland, durch die Gegend und erzählt den Leuten was zum Grundeinkommen. Und sein Finanzierungsmodell oder sein Modell war, wir machen alle Steuern weg und wir machen nur noch die Konsumsteuer. Und damals habe ich mich auch damit beschäftigt, befasst und bin aber wie viele andere irgendwann zu dem Thema gekommen. Ich erzähle nachher, warum. Es geht so nicht. Ich schicke mal voraus, nach dem Studium deines Buches und dem Vortrag sehe ich das heute etwas anders. Aber ich greife jetzt schon wieder vor. Ich will noch eine Sache erklären mit diesem Steuerkram. Den versteht nämlich nicht jeder. Jetzt bin ich ja nun mal gelernter Kaufmann. Und als gelernter Kaufmann hat man mit zwei Arten der Kalkulation zu tun. Aufschlag und Abschlag. Und deswegen nehme ich jetzt mal wieder dieses Buch. Das kostet im Handel 10 Euro. Hat einen Steueraufschlag von insgesamt 100%. Das ist auch heute schon so. Der Abschlag von oben betrachtet sind aber nur 60%. Und das sind genau die Mehrwertsteuer und die 41,8, die das Statistische Bundesamt errechnet hat, an sonstigen Abgaben und Steuern, die da drin sind. Das ist exakt die Summe, die er auch in seinem Buch beschreibt. Wir machen 100% Konsumsteuer drauf. Da kam der große Aufschrei, alles wird teurer. Das stimmt aber nicht, weil Abschlag und Aufschlag ist letztendlich nur von einem anderen Sichtwinkel, einmal von unten, einmal von oben betrachtet, zwei verschiedene Summen, ist aber das gleiche Geld. Ich mache es am Buch wieder, es kostet 4 Euro im Einkauf, 5 Euro im Einkauf, Mehrwertsteuer drauf, 10 Euro. Sind 100%. Von oben betrachtet sind es aber nur 60. Und damit kommen viele Leute nicht klar. Und für mich war immer klar, die Reichen werden dadurch definitiv mehr belastet. Wenn die sich nämlich einen Ferrari kaufen, dann sind da 100% Steuern drauf. Und das ist nun mal mehr als auf dem Pfund Butter. Und deswegen fand ich das auch, das Argument der Ungerechtigkeit hat für mich nie gezogen. Weil ja hochwertige, hochpreisige Dinge mit entsprechend in Summe mehr Geld belastet sind und entsprechend auch mehr Geld mit dem Steueraufkommen beitragen. Also insofern war das für mich nie das Problem, dass ich das als unsozial empfunden habe. Wer sich das leisten kann, der bezahlt es halt. Du hast natürlich recht. Also wenn du jetzt nur im wirtschaftlichen Bereich bleibst, wo Güter und Dienstleistungen erworben werden, dann hast du recht. Aber die Kritiker gehen ja noch einen Schritt weiter. Die sagen ja, die Menschen, die ein hohes Einkommen haben oder Vermögen haben, die geben ja nicht alles für ihren Konsum aus. Und an der Stelle haben sie ja auch vollkommen recht. Ja, das stimmt. Na, so dass dieser Aspekt, dass sie Vermögen anhäufen können, sie können Immobilien kaufen, sie können sozusagen mit ihrem Vermögen ja im Grunde eine finanzielle Macht aufbauen, wo wir ja heute sehen, boah, die Mieten steigen, die Immobilienpreise gehen in den Himmel und da haben sie ja nicht Unrecht. Aber da sind wir schon wieder in der Realpolitik und nicht mal beim Grundeinkommen. Naja, weil das kann das Grundeinkommen nicht lösen. Nee, aber das Steuersystem kann es lösen. Das Steuersystem kann eventuell lösen. Kann da, naja, das ist eben jetzt, wenn man auf die Konsumsteuer schaut, was macht denn die Konsumsteuer? Wir haben ja gesagt, dass ja heute die Einkommensschere, also das, was ich in Unternehmen verdienen kann, ist ja auch auseinandergegangen. Ja, definitiv. Und das, was wir jetzt als mittleren Steueranteil in einem Preis ja auch beschrieben haben von 60%, das ist ein mittlerer Wert. Aber es gibt heute Produkte, da sind wesentlich weniger Steuern und Abgaben drin. Produkte, die im Ausland hergestellt werden. Ja. Oder wenn man an Google, Apple, Facebook und Co. guckt, dann sieht man, die brauchen für bestimmte Sachen keine Steuern und Abgaben zahlen. Und an der Stelle hat die Konsumsteuer eben die Stärke, dass sie verhindert, dass zum Beispiel diese großen Internetkonzerne nicht, dass sie dann mehr Steuern zahlen müssen, sondern die Konsumsteuer greift auf der anderen Seite zu. Sie müssen überhaupt Steuern zahlen. Na, es kommt gar nicht so viel Geld in ihr Unternehmen, ja, ja, mit dem, dass sie dann für sich beanspruchen können. Die Konsumsteuer
ist sozusagen keine nachrangige Steuer, die erst hinterher guckt, wie viel Gewinn hast du denn? Stimmt. Und diesen Gewinn können ja, ne, die ganze legale Steuervermeidung. Ja. Es gibt natürlich auch die Kriminelle, aber ich spreche jetzt von der legalen Steuervermeidung. Die ist unglaublich, was man da alles für Modelle entwickeln kann, die ganzen Steuerberater. Wenn man gut beraten ist, dann zahlt man heute keine Steuern. Und da sagt die Konsumsteuer, und die setzt eben nicht nachrangig an, sondern vorrangig. An der Kasse sagt sie halt, stopp, das Buch kostet jetzt 10 Euro. Dann gehen in dein Unternehmen nicht die 10 Euro, sondern nur 5 Euro. Genau. Mit den 5 Euro kannst du was machen und nicht mit die 10 Euro. Im Moment gehen die 10 Euro rein in das Unternehmen und dann kann man sagen, boah, ich mache meinen Wohnsitz in Monaco, da zahle ich eh keine Steuern und produzieren lasse ich es auch noch woanders und dann habe ich einen riesen Gewinn, nicht nur ein paar Euro, sondern richtig viel. Und die Konsumsteuer sagt eben, ja, kannst du alles machen, aber bei der Konsumsteuer ist es egal, du kriegst gar nicht so viel Geld in dein Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das, was auch von Kritikern der Konsumsteuer nicht verstanden wird. Sie glauben immer, wenn also Steuern und Sozialabgaben nicht mehr aus dem Unternehmen bezahlt werden sollen, dass dann der Unternehmer noch mehr, viel mehr Geld hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es kommt eben gar nicht so viel Geld in die Kasse des Unternehmens. Zwar an die Kasse direkt, aber der eine Teil ist eben nur treuhänderisch. Auf Deutsch gesagt, es bleibt im Lande. Es wird dafür auch wieder eingesetzt für die Infrastruktur, die Unternehmen ja auch nutzen. Mein Lieblingsbeispiel ist der Amazon. Ich verstehe, ich bin auch hin und wieder Amazon-Kunde. Klar. Wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, bestelle ich da auch. Aber Amazon ist ein Beispiel, die nutzen die gesamte Infrastruktur hier und auch in anderen Ländern und zahlen ihre Steuern ein paar Prozent in Luxemburg. Und das Geld würde eben hier bleiben und würde auch hier wieder in die Infrastruktur zurückfließen können. Und um nochmal einen anderen Namen zu nennen, ist auch so ein Gaunerunternehmen, ich nenne das auch so, ist die Metro, die hat ihren Sitz mittlerweile in der Schweiz. Auch die zahlen nur noch einen Bruchteil an Steuern, erwirtschaften aber hier mit Real, mit Saturn, mit Media und mit der Metro Milliardengewinne, die sie hier nicht versteuern. Ja. Und auch das Geld bleibt wieder im Lande und kommt uns allen zugute, auch dem Gemeinwohl. Und das wäre mit einer Konsumsteuer gesichert, weil das Geld kann nicht mehr weg. Das wird in der Kasse eingezogen und fertig, dann haben wir es. Genau, aber hier ist dann trotzdem noch so, dass ja diese unsoziale Seite ist damit jetzt noch nicht ganz beiseite geschoben, weil wir haben einerseits, kommt nicht mehr so viel Geld ins Unternehmen, das heißt die Steuerflucht ist nicht mehr möglich, aber dennoch und werden einige weiterhin viel Geld verdienen und die jetzt viel Geld haben, haben es halt, die können damit weiter arbeiten. Da können wir nachher nochmal drauf schauen, aber ich wollte jetzt nochmal einen Aspekt nochmal hineinbringen, wo eben das bedingungslose Grundeinkommen dann von steuerlicher Seite eben eine Rolle spielt. Im alten System, also wenn man Steuern und Sozialabgaben jetzt zahlt, dann gibt es bestimmte Sätze, es gibt auch, also die Einkommensteuer, man hat erstmal einen Steuerfreibetrag und dann ist sie so gestaltet, dass niedrige Einkommen wenig Einkommensteuern zahlen, höhere Einkommen mehr. Das ist sozusagen die Idee, die wir seit 100 Jahren haben. Und bei der Konsumsteuer gibt es bisher noch keinen Steuerfreibetrag. Und das ist eigentlich das Problem, nicht, dass die Konsumsteuer unsozial ist. Die Einkommensteuer wäre es auch, wenn es nicht diese Komponenten mit eingebaut hätte. Also wenn es nicht diesen Steuerfreibetrag hätte, dann wäre sie auch unsozial. Und wenn sie nicht diese Kurve hatte, das ist ja alles dazugefügt worden. Das hat ja mit der Einkommensteuer zunächst gar nichts zu tun. Also wäre es eine Möglichkeit, so eine Art soziale Komponente einzubauen in die Konsumsteuer? Ja. Also ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, du erwähnst dort eine mögliche Staffelung. Genau. Ja, also man muss nicht auf alles 19 machen, sondern man kann von mir aus auf Lebensmittel 5, darauf 10, darauf 15, darauf 19 und auf Ferrari meinetwegen 30, um jetzt mal was zu sagen, machen, um dann auch so ein bisschen eine soziale Komponente einzubringen. Genau, das würde und Freibeträge natürlich durchaus auch. Ne? Ja, und das sind eben diese beiden Elemente. Das, was du eben genannt hast, ist ja diese Kurve, also dass man, wenn man ein geringes Einkommen hat, zahlt man wenig
Einkommensteuern und dann steigt die Kurve an. Das wären diese gestaffelten Mehrwertsteuersätze oder Konsumsteuersätze. Und der Steuerfreibetrag wäre eben bei der Konsumsteuer der ausgezahlte Steuerfreibetrag. Negative Einkommensteuer. Und hier dann eine negative Konsumsteuer. Ja. So, das heißt, und das ist ja immer, das habe ich immer nicht verstanden, wenn ich mit Fachleuten gesprochen habe, dass sie das nicht denken können, wenn man, dass die Einkommensteuer eben auch solche Komponenten hat, dass man die auch für die Konsumsteuer nutzt. Und dann hätte man eben tatsächlich diese negative Seite, diese Konsumsteuer, wenn man sie rein einführen würde, ohne irgendwelche sozialen Komponenten, hätte. Wir blenden aber aus, dass unser Steuersystem das heute schon hat, nur wir wissen gar nicht, dass wir, wenn wir, ich sag mal, 400 Euro zur Verfügung haben, gut, es gibt gestaffelte Sätze, das heißt, man zahlt dann nur 9-7% für Lebensmittel, das ist schon niedriger, aber man zahlt trotzdem diese 50%, also zwischen 50 und 60% Steuern und Sozialabgaben schon heute. Auf jeden Fall. Und das blenden wir auch aus und als wenn es gar nicht stattfindet. Aber das ist eben wiederum das, was ich unmittelbar durch meine Unternehmensgründung einfach erleben konnte. Ja. Ich muss das abdrücken. Ich habe aber kein Geld, also muss es vom Kunden kommen. Ja. Und das... Ich kann mich erinnern, ich hatte sowas auch. Ja. Das ist eigentlich der Grundaspekt. Und ich sag mal, das Problem der derzeitigen Vermögen. Ja, ich meine, da kann man weiterhin sagen, man macht eine Vermögenssteuer oder man macht andere Elemente, die ja unabhängig von der Konsumsteuer sind. Da haben wir, ist die Kreativität ja groß genug, weil wir jetzt eine Stabilität in dem System. Wir müssen also nicht hinterherhecheln. Ja. So, das wäre der Vorteil der Konsumsteuer. Jetzt auf den ersten Blick, da kommen natürlich noch viele Fragen auf und die ich dann ja auch in meinem Buch eben auch mit beleuchtet habe. Also auch, wie ist es mit dem Außenhandel? Also da gibt es auch Fragen. Wie geht es im Zusammenhang mit anderen Ländern? Dazu gibt es in dem Buch nur Anstöße, aber das sind Themen, die müssen weiter bewegt werden. Da muss die WHO mit ins Gespräch genommen werden. Ey, wie machen wir denn das? Ja. Denn weltweit ist es so, dass die OECD sagt, wenn ein Land sozusagen mit in dieses Wirtschaftssystem kommt, ist die Mehrwertsteuer die erste Steuer, die dort eingeführt werden soll. Ja, das war das Problem bei dem Modell von Götz-Werner, woran wir alle mehr oder weniger gescheitert sind, weil irgendwann ist uns klar geworden, wenn man nur noch die Konsumsteuer macht, dann wird bei einem Export die ja nach ins Ausland nicht mehr erhoben. Mhm. Und damit würden unsere Güter unglaublich günstig im Vergleich zu Importprodukten. Und das würde uns als Deutschland aus der WHO schießen sofort. Oder alle müssten Strafzölle erheben. Und dafür gab es einfach keine Lösung und keine Idee. Und darum habe ich mich zum Beispiel auch vor 4-5 Jahren mal komplett von diesem Modell verabschiedet. Ja. Und für mich war immer klar, das kann es nicht sein. Und du hast ja den Vortrag bei uns in Recklinghausen bei unserer Initiative gehalten, letzte Woche Montag. Und für mich hat sich da wirklich ein neuer Horizont eröffnet. Denn mir ist in deinem Vortrag sehr klar geworden, welche Vorteile diese Konsumsteuergeschichte hat. Eben dadurch, dass wir das Geld, du hast da so eine schöne Linie zwischendurch gezogen, das bleibt hier. Und ich habe ja gerade gesagt, Metro und Amazon, das Geld bleibt hier. Und wir können damit was tun. Und genau das war ein Aspekt, der mir nie so bewusst war, der aber jetzt sehr klar rausgearbeitet ist. Und für mich ist klar, ich habe das Konsumsteuermodell definitiv als eine mögliche Art der Finanzierung wieder auf der Pfanne. Ich finde das sehr, sehr interessant. Die Diskussion sollten wir neu eröffnen. Und wir müssen eigentlich nur noch ein, zwei Problemchen lösen, Außenhandel. Das Thema bleibt, du hast es aber angesprochen, das müssen wir einfach nochmal diskutieren. Und dann ist das durchaus eine realistische Möglichkeit, unser Steuersystem zu verschlanken, zu vereinfachen, müssen wir ja sowieso. Und zweitens, entsprechende Finanzen auch zu sorgen, die uns ein BGE ermöglichen. Genau. Das Problem ist ja, dass diese Steuer so einen negativen Touch hat, dass sie ja auch in der Grundeinkommensbewegung, ja, also man traut sich kaum noch, dieses Thema irgendwie zu benennen, weil... Es ist schlimmer. Wenn du hier im Netzwerk bist
und sagst, ich glaube, Grundeinkommensteuer, Konsumsteuer ist eine Idee, dann bist du gleich tot. Ja? Also dann bist du ausgestoßen, das darfst du gar nicht sagen. Ja, ich habe ja auch, also diese Frage, die hatte ich ja, bevor ich meine Sommertour jetzt gemacht hatte. Ich hatte ja, nachdem ich das Buch fertig hatte, überlegt, was mache ich mit meinem Buch jetzt weiter? Was ist da überhaupt entstanden? Und jetzt im Sommer habe ich eben die Tour gemacht, hatte in Erfurt, in Weißenburg und in Recklinghausen bei euch jeweils Gespräche geführt bzw. Vorträge gehalten. Ja. Und vor der Reise hatte ich auch noch mal Menschen gefragt, ey, wo kommt eigentlich dieser Gedanke her, dass die Konsumsteuer unsozial ist und dass sie so vehement ist, dass es sogar in Fachbüchern steht. Ich war vor ein paar Jahren, war ich in Hamburg mal in einem Vortrag. Wir haben hier manchmal lange Nacht des Wissens, lange Nacht der Kirchen. Wir hatten auch mal lange Nacht des Grundeinkommens gemacht in Hamburg. War übrigens eine Idee aus dem Hamburger Netzwerk, war total spannend. Und habe ich woanders mal mitgemacht, war lustig, war gut. Ja. Ja. Und dann, und der sprach auch über Steuern, der Prof da vorne. Und ja, ich saß da im Zuschauerraum und habe man gesagt, ey, ja, wie ist es denn mit der Konsumsteuer? Er hat gar nichts gesagt, aber dann ein junges Mädel, vielleicht erstes oder zweites Semester, schrie mich richtig an, sagte, die ist unsozial. Ja, genau. Da, und ich wusste ja, dass das in den Fachbüchern drin steht. Ich habe mich ja informiert schon, also nachdem von Volkswirten mir das entgegengebracht wird, wusste ich, es steht in den Fachbüchern. Und wenn dann jemand so soweit... Sie kennen sich hier nicht aus, wo Cafés sind oder irgend sowas. Da oben können Sie... Kaffee bekommen, dass die alles live. Da oben kann man Kaffee kriegen. Ja. Aber wo darf der Italiener auch zum Essen? Italiener gehen? Müssen Sie in die Richtung. Da müssen Sie in die Richtung. Ja, da finden Sie Italiener, La Dolce Vita und alles. Ja, tatsächlich. Und wie weit ist das? Ja, das sehen Sie da vorne. Hinter den Schornstein. Hinter den Schornstein. Okay, danke. Der Mann ist Hamburger, der kennt sich aus. Ja, schön. Viel Erfolg. Danke, okay. Schönen Tag. Danke auch. Danke. Ja, Live-Unterbrechung, aber ich glaube, wir waren auch ganz gut an einem Punkt, wo wir sowieso vielleicht mal unseren Regisseur fragen, ob wir das Thema drehen. Ja, ich hatte 5 Punkte, wo ich eigentlich dazwischen grätschen wollte. Ja. Die Frage ist jetzt nur, wo machen wir weiter? Also der erste Punkt war, du hast erzählt von legalen und illegalen Steuervermeidungsmöglichkeiten. Ja. Dann der zweite Punkt war, als einzige Steuer... es wird ja noch über viele andere Steuern das geredet. Das hat aber gesagt, dass wir weiter verschiedene Möglichkeiten, genau. Also dass man noch andere dazu machen kann. Genau. Das hat er gesagt. Genau, und über Besteuerung von Arbeit wollte ich noch eingehen, weil bei der Konsumsteuer ist ja eigentlich auch die Idee, dass die Besteuerung von Arbeit komplett abgeschafft wird. Ja, wird sie ja. Genau. Weil alles an der Kasse erhoben wird, das ergibt sich. Es ergibt sich. Auch keine Maschinen werden besteuert in dem Fall. Kommt alles an der Kasse rein. Genau. Egal, wer es macht. Aber da ist noch so ein mentaler Aspekt, so ein emotionaler Aspekt. Aber das Spannende ist ja dabei, und das hast du, glaube ich, sogar so beschrieben, es ist egal, was du im Produktionsprozess einsetzt. Ja. Weil menschliche Arbeit wird nicht mehr besteuert. Und Maschinenarbeit auch nicht. Also der Unternehmer kann das frei entscheiden eigentlich und ist sogar von der Steuer befreit für seine Angestellten. Weil das wird ja alles erst am Ende erhoben. Und auch das könnte durchaus für das ein oder andere Produkt eine interessante Variante werden, dass man dann wiederum auf menschliche Arbeit zurückgreift. Why not? Oder menschliche Arbeit eben dann erlöst werden kann und ganz andere Dinge gemacht werden können. Also ich arbeite ja auch im pflegerischen Bereich, ne, arbeite mit Menschen mit Behinderung. Ja. Also diese ganze Arbeit am und mit dem Menschen, die nur wir Menschen tun können, dafür haben wir dann Freiräume. Aber solange wir uns an Erwerbseinkommen festhalten müssen, weil es unsere Existenzgrundlage ist, komme ich ja nicht mal auf die Idee, habe nicht mal den Mut, überhaupt was Neues ins Auge zu fassen. Wir können doch ganz anders uns miteinander austauschen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Die ganze Stigmatisierung durch sogenannte Arbeitslosigkeit. Ich habe kein Geld, die Familie hängt da dran. Ich habe kein Einkommen mehr. Das ist das. Arbeitslos bin ich eigentlich auch nicht. Auch nicht, nee, aber das ist ja der Titel, den das Ding heute hat. Man ist arbeitslos, aber eigentlich ist man einkommenslos. Ja. Und das ist doch das Problem. War es nicht Götz Werner? Ich glaube, in deinem Buch steht es auch so drin, aber bei ihm steht es auch drin. Die eigentliche Aufgabe der Wirtschaft ist es, Menschen von Arbeit zu befreien.
Naja. Ja, das ist es eigentlich. Und wenn ich ehrlich bin, seitdem ich klein war und das erste Mal über irgendwas im Unternehmen gehört habe, Nachrichten, war es, da wird rationalisiert. Da werden Arbeitsplätze weggemacht. Ja. Da kommen jetzt Maschinen hin. Das finde ich super. Ja. Wenn wir irgendwann nur noch am Hafen sitzen können und ein Grundeinkommen haben, herrlich, lass doch die Maschinen rackern. Ja, und schau doch, hier überall wird gebaut. Ja. Ne? Das waren alles Hallen, hier haben Menschen gearbeitet, die haben Säcke getragen. Oder gut, sie sind dann auch mit Gabelstaplern umhergefahren, aber da saß noch einer im Kran. Jetzt ein Stück weiter sind die ganzen Container. Ne? Das wird heute alles über Container gemacht, man braucht diese Hallen nicht mehr. Also da ist so viel wegrationalisiert worden, aber die Produktivität ist nicht weniger geworden, eher immer mehr. Ja. Da hake ich jetzt auch noch mal eben ganz kurz ein, weil die Diskussion über Arbeit, dass die rationalisiert wird durch Digitalisierung, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz kommt jetzt noch immer mehr dazu. Und da gibt es die Leute, die ein bisschen schwarz malen, wie Richard David Precht vor allem. Der macht ja auch immer den Menschen so ein bisschen Angst, dass so viel Arbeit wegfällt. Dann gibt es andere Leute, die zur Zukunft der Arbeit sagen, es werden mindestens genauso viele neue Stellen entstehen. Und wo du jetzt gerade sagtest, hier sind so viele Sachen weggefallen, wo früher hier Lager waren, die gibt es gar nicht mehr. Aber momentan ist ja die Arbeitslosigkeit so gering wie schon seit Ewigkeiten nicht falsch. Mehr. Stimmt nicht. Es wird falsch gerechnet, oder? Na, wenn man europaweit guckt, dann... Wo ist der Kritikpunkt? Ja, ich meine, es sind ja mehrere Aspekte. Es ist einmal der Aspekt, dass es da diese beiden Lager gibt, die einen sagen, es fällt die ganze Arbeit weg. Die meinen natürlich die alte Erwerbsarbeit, wo Menschen irgendwie was machen mussten, was eigentlich auch Maschinen übernehmen können. Die anderen sagen, ja, es werden wieder Arbeitsplätze entstehen, das sehen wir doch. Wir haben heute Vollbeschäftigung. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber was ich viel, viel wichtiger finde, ist doch nicht, ob welche wegfallen und neue entstehen, sondern was passiert dazwischen. Es geht doch um den Zwischenraum, dass für den einzelnen Menschen eine existenzielle Situation ist. Für den Einzelnen fällt das Einkommen weg. Der Einzelne, der ist jetzt gerade vielleicht Fliesenleger und das macht dann eine Maschine, die kann die Mosaiksteinchen viel besser legen. Aber der hat Fliesenleger gelernt. Vielleicht macht das sogar gerne. Macht es gerne, aber er hatte nie die Zeit, sich zu überlegen, was will ich denn machen, wenn ich nicht mehr Fliesenleger bin, die Option überhaupt zu haben, dass ich darüber nachdenken könnte. Ja. Und dann brauche ich auch die Zeit, diesen Übergang zu gestalten, so dass ich nicht ausgegrenzt bin. Und darum geht es. Es geht gar nicht darum, ob sie wegfallen und keine neuen entstehen. Das erleben wir ja schon seit 150 Jahren, seitdem es die Industrialisierung gibt. Beides ist richtig. Aber es geht immer um den Zwischenraum, so wie es bei Menschen immer um den Zwischenraum geht. Es geht gar nicht darum, was du willst oder was ich will, sondern was wir gemeinsam entwickeln. Und so ist es hier auch. Es geht nicht darum, dass dann eine Arbeit wegfällt, sondern dass eine Option entsteht. Ey, ja, ich definiere mich nicht mehr über die Arbeit. Ich könnte sie auch verwandeln. Ich könnte da was ganz anderes draus machen. Ich könnte anderen das beibringen oder. Aber diese Option haben wir gar nicht. Wir haben es jetzt so eng gefasst. Und darum geht es. Aber trotzdem, denke ich, sollten wir auf jeden Fall nochmal die Zahlen, die heute aktuellen Zahlen der Arbeitslosigkeit ansprechen. Angeblich rutschen wir ja bald in eine Vollbeschäftigung. Da gruselt es mich jedes Mal. Ich kenne die aktuellen Zahlen von heute oder letzten Monat nicht, gebe ich zu. Haben wir noch 1,9 Millionen irgend sowas in der Richtung. Dazu kommen mindestens die doppelte Zahl ausgerechneter Leute, die eigentlich auch arbeitslos sind, auch nach der Statistik, die aber in Maßnahmen sind, die zu alt sind, die einfach rausgerechnet werden. Und dann gibt es noch diese schöne Dunkelziffer der völlig prekär Beschäftigten, die Arbeitsplätze haben, die eigentlich schon gesponsert werden vom Staat, durch Aufstockung, was auch immer. Also die Zahlen der echten Arbeitslosigkeit, also die Beschäftigungslosen, die liegen bei uns in Deutschland zwischen 8 bis 12 Millionen. Das sind Zahlen, mit denen wir zu tun haben. Wir haben einen riesen Niedriglohnsektor und ich kenne Leute, ganz viele Leute, die da drin arbeiten und ich kenne nur ganz wenige, die gerne da drin arbeiten. Das sind alles so Dinge, um sich über Wasser zu halten oder weil das Jobcenter das fordert oder was auch immer. Richtig glücklich ist da niemand. Also
Wer heute erzählt, wir hätten Vollbeschäftigung, den lache ich aus. Das ist einfach unwahr, das ist gelogen. Und jetzt kommen wir wieder zum Grundeinkommen und diesem Thema. Wir könnten heute alle viel entspannter mit dem Thema umgehen, weil jeder, Arbeit gibt es ja genug, das wissen wir beide. Also hundertprozentig jeder, auch jeder, der arbeitslos ist offiziell oder Rentner, die haben meistens so viel zu tun, die kriegst du kaum zu Gesicht. Ja, also ich kenne ganz wenige, die nur zu Hause bleiben. Die haben alle was zu tun, die arbeiten alle und die arbeiten nicht für Geld. Ja, und also die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Ich gehe aber jetzt unheimlich gerne mal auf ein Beispiel. Ich höre immer, ja, es werden ein paar Arbeitsplätze wegfallen und dann werden aber auch ganz viele neue immer kommen. Ich kann leider immer nur sagen, die wegfallen, die kriegen wir komischerweise immer benannt. Die können wir genau sagen. Das sind dann die Taxifahrer, das sind die Unternehmen wie Versicherungen, Banken, wo einfach einfache Tätigkeiten völlig überflüssig werden. Das geht so weit, dass im Justizbereich fast alles arbeitslos werden wird, bis auf Richter. Aber wo sind denn die neuen Arbeitsplätze? Da höre ich dann immer, ja, da werden welche entstehen, von denen wir noch nie gehört haben. Glaube ich nicht. Von denen werden wir auch nichts hören. Und wir müssen auch davon nichts hören. Weil die Erwerbsarbeitsplätze, wenn wir ein Grundeinkommen haben, die brauchen wir auch nicht mehr. Also für mich gibt es zwei Lieblingsbeispiele. Das sind die Taxifahrer. Das waren früher mal die Kutschfahrer. Dann sind die Taxifahrer geworden und jetzt werden sie arbeitslos, weil wir kriegen autonomes Fahren. Brauchen wir nicht drüber reden. Das wird kommen und auch kein Uber wird sich durchsetzen hier in Deutschland. Das ist eh so eine Gangsterfirma auch letztendlich. Das sind neoliberale böse Kapitalisten, die in den USA Menschen ausbeuten. Ich kenne die Selbstmordraten, das ist unglaublich, was da abläuft. Keiner redet darüber. Aber Uber soll hier auch noch hinkommen. Also wir brauchen sowas nicht. Von mir aus gibt es dann autonom fahrende Taxis. Und was tun dann die Taxifahrer von heute? Ja, die müssen irgendwas anderes tun. Und auch weil hin und wieder mal Flugzeuge hier durch die Gegend fliegen, Piloten, die werden wir nicht mehr brauchen. Ja, was soll denn so ein Pilot dann machen? Und welche Arbeitsplätze werden denn da neu geschaffen? Da lache ich drüber. Ja, so viel Software-Leute oder so viel Luftüberwacher neu kann es gar nicht geben, wie Piloten arbeitslos werden oder wie Taxifahrer arbeitslos werden. Wir sollten es einfach akzeptieren, dass die Digitalisierung, / Automatisierung uns von Arbeit befreit. Und das ist der Punkt, den viele nicht denken können. Wir werden von Arbeit befreit und können unser Leben sinnvoll gestalten mit dem, was wir gerne machen. Wunderbare Chance. Ja, du hast es ja auch angesprochen, wir werden von Arbeit befreit. Das ist ja der Film Grundeinkommen Kulturimpuls von 2007. Das war einer der Meilensteine auch für mich, als ich den erste Mal gesehen habe. Ja, da ist ja das auch genannt worden. Wir werden von der Arbeit befreit und wohin? Zur Arbeit befreit. Aber jetzt nicht diese alte weisungsgebundene Erwerbsarbeit, sondern wirklich die Arbeit, wo will ich tätig werden? Und Wirtschaft, so wie ich Wirtschaft verstehe, und Götz Werner hat es auch mal so ausgesprochen, glaube ich, Wirtschaft ist ein gemeinschaftliches Miteinander, füreinander leisten und nicht Profit maximieren. Aber wir sind heute alle gegeneinander. Die Wirtschaft erzählt uns seit 20 Jahren, wir sind alle Konkurrenten. Naja, das stimmt ja heute. Das stimmt ja nicht. Du stimmt's nicht. Aber dann zu sehen, dass hier meine Kleidung, die ist von Menschen gemacht worden, die ich nicht mal kenne. Die haben das gemeinschaftlich dort gemacht, ne? In Webereien, dann ist der ganze Handel. Einer hat die Baumwolle gesät, ein anderer hat sie gepflückt. Alles gemacht. Ja, ja. Also, und das ist die Realität. Das andere, was erzählt wird, ist eben nicht die Realität. Ja. Und dass wir eine Form von, ich sag mal, finanziellen Abläufen schaffen. Und das, da komme ich jetzt nochmal auf die soziale Marktwirtschaft zurück. Es wird ja heute auch wieder gesagt, wir müssen die soziale Marktwirtschaft wieder einführen. Es gibt ja kein, also darunter verstehen ja viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge, aber was das Entscheidende ist, ist ja, dass die soziale Marktwirtschaft einen Ordnungsrahmen haben sollte, wo nicht Einzelinteressen sich sozusagen die Rosinen herausholen können. Ja, genau. Das war ja auch das, was Erhard damals wollte. Und ich glaube, der Ort verloren haben. Er hat es nicht geschafft, weil es kamen dann auch Schiller und andere Ideen. Aber ich glaube ganz fest, dass die soziale Marktwirtschaft, dass der Ordnungsrahmen der sozialen Marktwirtschaft die Konsumsteuer mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ist. Ja. Und dann haben wir wirklich die soziale Marktwirtschaft. Ja. Darf ich nochmal eben auf den Begriff eingehen? Soziale Marktwirtschaft. Es gibt ja das Institut für das Institut Neue Soziale Marktwirtschaft.
INSM, das ja. ist der eine Lobbyorganisation Verband Gesamtmetall der und Industrie. Arbeitgeberverbände. Ja. Genau. Wie ist das mit diesem Begriff soziale Marktwirtschaft? Ist der Begriff nicht einfach vollkommen verbraucht, weil er so oft zweckentfremdet wurden von diesen Interessenverbänden der Arbeitgeber? Naja. Auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die fordern das immer, die CDU redet immer von sozialer Marktwirtschaft. Der rechte Flügel der SPD ist da auch häufiger mal ganz gut dabei. Meinst du meine Freunde, die Seeheimer? Ja, genau die. Genau. Ich würde den Begriff einfach mal ganz einfach erklären. Soziale Marktwirtschaft ist eine Marktwirtschaft, die kontrolliert und geregelt wird. In weiten Rahmen, aber die wird kontrolliert und geregelt. Und das, was wir hier haben, was wir heute haben, 2019, ist Turbokapitalismus und Marktwirtschaft as its best. Jeder frisst jeden, jeder haut jeden anderen kaputt, so gut wie er kann. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Begrenzungen. Herrliches Beispiel ist Bayer und Monsanto. Solche Auswüchse gibt es, diese ganzen Wohnungsgesellschaften. Da gruselt es mich, da ist nichts Soziales mehr dran. Und dieses Institut für soziale Marktwirtschaft, ne? Das ist die größte Lügenverein, den wir haben in Deutschland. Das ist eine Lobbyorganisation der Industrie und Wirtschaft, um uns zu verarschen. Und nichts anderes ist es. Denn die haben alles andere im Sinn, nur keine soziale Marktwirtschaft. Die wollen nichts kontrolliert und geregelt haben. Die wollen gerne so weitermachen und machen uns glauben, wir hätten doch eine soziale Marktwirtschaft. Die CDU erzählt uns, wir hätten doch eine soziale Marktwirtschaft. Nee, die haben wir nicht mehr. Die ist uns spätestens bei Schröder verloren gegangen. Na, sie ist schon vorher verloren. Kohl hat sie niedergemacht und Schröder hat ihr den Rest gegeben. Klar. Und seitdem haben wir keine mehr. Aber das ich glaube, ich habe. Hat das noch was mit dem Grundeinkommen zu tun? Nein. Nicht wirklich. Ne? So, es führt weg, weil wenn man beim Grundeinkommen bleibt, dann braucht man ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, die irgendwas nicht haben. Ne? Das Grundeinkommen ist ja die tolle Idee, dass sie sagt, wir schauen gar nicht, was nicht ist, sondern wir sagen, ey, du kriegst es und zeig, was du kannst. Und dann ist niemand, also muss auch niemand in einem Bereich arbeiten, wo er sagt, das möchte ich nicht. Ja. Ich kann Nein sagen. Darf ich da auch nochmal einhaken? Klar. Und zwar, dabei geht es ja auch so ein bisschen mit dem jetzigen System und der Perspektive darauf. Darum, momentan haben wir ja ein Jahr lang Arbeitslosengeld 1, dann gibt es Arbeitslosengeld für über 50-Jährige sind es jetzt schon wieder nach einem Jahr und dann wird das Jobcenter auf den Plan gerufen. Ja. Und die gucken aber gar nicht danach, was hat derjenige Mensch für eine Qualifikation, was hat er damit für einen Lebensstandard welche abgedeckt. Welche Lebensleistung hat er erzielt? Auch eben nicht. Das ist dann in Richtung Rente dann halt auch wieder schwierig. Gar nicht. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt ein und zwar es wird ja immer gesagt, dass mit dem Grundeinkommen und der Digitalisierung und Automatisierung eher höher qualifizierte Jobs eigentlich gebraucht werden. Und da geht es mir jetzt um den Punkt Ausbildung. Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, hat vor kurzem mal ins Gespräch gebracht, dass es eigentlich ein Recht auf Ausbildung geben müsste. Wäre das nicht auch eine Sache, die unglaublich wichtig wäre, jetzt unabhängig vom Grundeinkommen, aber auch jetzt das, was das Grundeinkommen eigentlich auslöst, die Diskussion darum. Das hat mit Grundeinkommen nichts zu tun. Es ist ja reale Politik, sollten wir morgen einführen. Warum haben wir es nicht schon lange eingeführt, seit 60 Jahren? Gibt es ein Recht auf Arbeit? Haben wir auch noch nicht eingeführt. Also mit dem Grundeinkommen stellt sich ja immer die Frage, mit der Höhe des Grundeinkommens steigere ich ja meine persönliche Macht, die Dinge zu tun, wo ich einen Sinn drin sehe. Es soll so sein, ja. Naja, es soll so sein. Und die Frage ist, ich entscheide doch, ob ich eine Ausbildung machen möchte. Das ist die eine Seite. Natürlich muss es dann auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen geben. Aber im Moment erlebe ich einfach, dass so viele Dinge so verzerrt werden. Also, schon im Kindergartenalter heißt es, wenn du kein Abitur hast, dann wirst du keinen Arbeitsplatz bekommen. Ich gebe zu, ich habe das sogar meinen Kindern gesagt, wenn ihr nicht mal Abitur habt, dann könnt ihr mit eurem Leben nicht das tun, was ihr wollt. Ja, ja. Aber das ist doch... Stimmt leider heute. Ja, aber es stimmt ja auch nicht wirklich, ne? weil es hängt an den... Also es hängt dann damit zusammen, dass wieder die Einkommensfrage nicht geklärt ist.
wenn ich sozusagen, wenn ich nach Ostdeutschland gucke, Mecklenburg-Vorpommern, ich fahre da durch die Dörfer, was finde ich vor? Leere Häuser, ältere Menschen, ältere Männer, keine Frauen, keine Kinder. Also die sind keine Menschen mittleren Alters. Keine Unternehmen, alles weg. Das heißt, die Menschen vor Ort hatten keine, also es konnte kein Unternehmen dort existieren. Das haben wir noch lange nicht aufgearbeitet, aber die Menschen hatten auch kein Einkommen. Ja. Das heißt, mit einem Einkommen könnten sie dort bleiben, könnten Initiative ergreifen. Also diese Landschaft würde nicht ausdünnen. Und das... Ein Satz nur. Das ist übrigens auch immer so ein Aspekt, wenn die Wirtschaft endlich mal verstehen würde, was ihr da dargeboten wird. Lass uns mal bei einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, wo 500 Leute wohnen. Ein örtlicher Rewe-Händler könnte ja sagen, ey, da haben 500 Leute jeden Monat 1200 Euro Einkommen. Vielleicht mache ich jetzt da doch wieder einen Laden hin, weil das Geld ist ja da. Immer für mich so ein Aspekt, wenn die Wirtschaft es mal endlich versteht, was da kommt, dann kriegen wir auch vielleicht wieder ganz andere Strukturen hin. Ja, und was sich noch verändert, du hast gesagt, Rewe kommt auf die Idee. Beispiel. Ich meine, wir bleiben bei Rewe, wir nehmen kein anderes Unternehmen. Ja. Nein, ich komme auf die Idee, ich mache da einen Laden und dann gucke ich... Und dann gehst du bei der Rewe unter, Rewe, soll Rewe mich beliefern oder soll der mich beliefern? Ja, das heißt, ich kann entscheiden, ich mache da einen Laden, nicht Rewe entscheidet das. Das ist super Aspekt dieser Geschichte. Ne? Ja. Daseinsvorsorge ist das. Ja, total. Das heißt... Und das ist übrigens eine Aufgabe, die unser Staat hat. Der Staat hat definitiv eigentlich die Daseinsvorsorge zu leisten. Genau, das war ja damals... Er tut es oft nicht. Und ich gehe jetzt tatsächlich wieder auf den Begriff der sozialen Marktwirtschaft zurück. Das war ja der Ursprungsgedanke, dass ja die Wirtschaft, das hat man ja sehen können, wenn, ich sag mal, wie nannte sich das, wenn der Einzelne nur nach seinem Vorteil hinterhergeht, dann ist es gut für alle. Das hat sich ja im Laufe der Geschichte überhaupt nicht. Das heißt, man hat jetzt gesagt, man braucht einen Ordnungsraum, in dem doch irgendwelche Dinge so gemacht werden müssen, dass sie nicht aus dem Ruder laufen. Ja. Wirtschaft heißt schon, dass die schon frei machen dürfen. Also ich muss schauen, was brauchst du denn als Kunde? Da kann sich doch niemand dazwischen stellen. Aber die Rahmenbedingungen, wie viel Geld kommt da rein? Die fehlen eben. Dieser Ordnungsrahmen komplett. Der ist im Moment überhaupt nicht da. Und der macht auch kleine und mittelständische Unternehmen kaputt. Ne? Definitiv. Es befördert die großen Unternehmen, aber nicht, weil die kleinen und mittelständischen das nicht wollen. Und die großen, die nutzen das eben, was wir als Ordnungsrahmen bereitgestellt haben. Und das geht dann, ich sag mal, die ganzen Internetkonzerne, die ja jetzt ihre Plattform haben, wo die Politiker dann sagen, wir kommen an die Plattform nicht ran und verstehen gar nicht, aber sie können doch auch Plattformkosten zahlen von der Plattform, auf der sie agieren. Ja, klar. Und das ist die Konsumsteuer wiederum. Also das ist ein Thema, was mir auch sehr klar wurde beim Studium des Buches, dass du da einen sehr interessanten Aspekt rausgearbeitet hast, der mir gar nicht so klar war. Du hast es am letzten Montag in Recklinghausen so mal erwähnt. Wie sehen unsere Innenstädte aus? Ja, wir haben überall ein Aldi, ein Lidl, ein Kick und ein Teddy. Bei uns gibt es noch so eine Bude, die heißt Action, die sich breit macht. Das sind so Holländer. Das siehst du überall. Und überall gibt es Chibo oder Edusche oder wie die jetzt gerade heißen. Wir sind uniformiert in den Städten. Du könntest mich heute Nacht um 3 irgendwo aussetzen und ich wüsste nicht, wo ich bin. Und ich kenne viele Städte in Deutschland. Ich könnte dir das spontan wahrscheinlich gar nicht so sagen. Weil die sehen alle gleich aus. Und der örtliche Einzelhandel hat sich ja komplett zurückgezogen. Es gibt gerade so die letzten Bäckereien, Metzgereien, die jetzt auch anfangen auszusterben, weil da eine ganze Generation abtritt und weil sich einfach keiner mehr findet, der da rein will. Und da habe ich auch gedacht, weil die Kosten fürs Personal und so weiter mit dem Aufbringen, das ist dann schon schwierig, das ist Risiko. Und mit dem Umsteuern im Steuersystem, wo man teilweise eben nicht mehr so in diese Kreditfinanzierung rein muss, das hast du wunderbar rausgearbeitet, und man eben auch die Sicherheit eines Grundeinkommens hat,
glaube ich ja nach wie vor, dass sich eine Art Gründerwelle wieder etablieren wird, weil viele Leute sagen, okay, ich bin abgesichert und auch durch das veränderte Steuersystem, ich probiere jetzt mal was. Und es gibt wahnsinnig viele Leute mit Ideen da draußen. Also du kannst 10 Leute fragen, 6 von denen haben irgendeine Idee, die sie wahrscheinlich nur nicht gemacht haben, weil sie sich immer nicht getraut haben, meist aus finanziellen Gründen. Und wir ahnen gar nicht, was mit unserer Wirtschaft passieren würde. Ich ahne es, du auch. Aber es würde was Großartiges passieren. Es würde mit Sicherheit eine super innovative Welle durch Deutschland rasen, die sicherlich auch verschiedene Top-Produkte auf einmal nach vorne bringt, wo wir heute noch nichts von wissen. Ja. Weil sie da irgendwo im Kopf drin ist und keiner traut sie nach außen zu bringen. Ja. Okay. Gut, ist länger geworden als gedacht. Hälfte vom Akku ist weg.